So, hallo meine lieben Damen und Herren, da wäre ich wieder und heute habe ich Übungszettel 25 für Sie. So, da sind wieder relativ viele spannende Aufgaben dabei. Da fangen wir direkt einfach mal mit Aufgabe 83 an. Aufgabe 83 ist so ein bisschen die Fortführung vom letzten Übungszettel und soll so ein bisschen um die Frage gehen, was können wir eigentlich sehen und wie kleine Sachen können wir eigentlich noch erkennen? Ja. Sie heißt zum Auflösungsvermögen optischer Instrumente. Ich habe gerade vom Sehen gesprochen. Das Auge ist natürlich auch ein optisches Instrument in dem Sinne. Also es geht auch darum, was können wir eigentlich selber noch sehen. Unter dem Auflösungsvermögen eines optischen Instruments versteht man dessen Fähigkeit, zwei Gegenstände oder Lichtquellen getrennt abzubilden, die unter einem kleinen Winkel erscheinen. Ja, das macht Sinn. Ja, wenn ich zwei Gegenstände habe, die als unterschiedliche Gegenstände abgebildet sind, kann ich sie auch noch sehen. Das macht schon mal Sinn. Aufgrund der Beugung wird ein Punkt aber niemals als Punkt abgebildet. Das ergibt sich durch die Beugung an der Öffnung des Instrumentes, zum Beispiel der Pupille am Auge, stets einer Beugungsscheibe. Das war im Prinzip schon das Ergebnis der letzten Aufgabe auf dem letzten Übungszettel, wenn Sie sich erinnern. Ja, da haben wir nochmal das Auge nachgerechnet, gesagt, okay, ja, diese Stäbchen im Auge, die sind immer 5 Mikrometer voneinander entfernt, weil, naja, egal was ich mache, ja, ich kriege immer eine 5 Mikrometer breite Beugungsscheibe raus. Das heißt, enger müssten die auch nicht sitzen. Ja, das war im Prinzip die Überlegung, die wir letztes Mal schon hatten. Deswegen kommen wir zu Aufgabenteil A mit folgender Frage. Wie groß ist jetzt eigentlich der Beugungswinkel Alpha des ersten Minimums, wenn eine Öffnung mit dem Durchmesser d von einer punktförmigen Quelle, die Licht der Wellenlänge Lambda aussendet, beleuchtet wird? Hinweis: Betrachten wir die Aufgabe als Beugung am Spalt der Breite d. Das Ergebnis für eine kreisförmige Öffnung mit Durchmesser d ist dann um Faktor 1,22 größer. Okay, das klingt jetzt erstmal komplex, aber im Wesentlichen ist das eine Wiederholung der Beugung im Spalt vom letzten Mal. Deswegen möchte ich damit auch nochmal anfangen und einfach nochmal ein bisschen Beugung im Spalt wiederholen. Ja, Sie erinnern sich, da haben wir so einen Spalt und dann kommt hier Licht an. Einfach mal als ebene Welle. Das Licht nur eine gewisse Wellenlänge Lambda haben. Ja, die Spaltbreite, wenn Sie sich die angucken, eine gewisse Spaltbreite d. Was dann passiert ist, na gut, und Licht an. Das unter einem gewissen Winkel weggeht. Diesen Winkel nennen wir Alpha. Und dann gucken wir uns hier an dieser Stelle auf diesem Schirm das Beugungsmuster an. Dazu eine andere Ebene und zeichne Ihnen hier nochmal das Beugungsmuster. Wie sieht das aus? Was tragen wir da auf? Naja, da tragen wir auf der einen Achse die Intensität auf und auf der anderen den Winkel. Und was Sie dann bekommen. Sieht in etwa so aus. Ja. Der Nullwinkel ist natürlich genau hier und dann kriegen Sie Maxima und Minima. Ja, und nur zur Erinnerung, diese Minima bekommen Sie genau an den Stellen, wenn Sie haben ein Vielfaches der Wellenlänge ist genau gleich d mal Sinus Alpha. Dann haben Sie ein Minimum, ein Maximum bekommen Sie raus, wenn Vielfaches der Wellenlänge plus 1/2 gleich d mal Sinus Alpha ist. Ja, denken Sie dran, Alpha ist der Winkel, unter dem wir uns das Ganze angucken, ja, und d ist einfach nur die Breite des Spaltes. Ja, dann bekommen Sie Maxima und Minima. Nur zur Erinnerung, warum ist das so? Naja, wenn Sie jetzt hier n Lambda gleich d Sinus Alpha haben, also das Minimum, dann haben Sie möglichst viel destruktive Interferenz, ja. Nur als Erinnerung, das ist gerade der Weglängenunterschied zwischen diesen Randstrahlen. Ich zeichne Ihnen das mal ein. Ja, das ist dieser Weglängenunterschied. Jetzt mag Sie das erstmal verwundern. Das ist ja eine ganze Wellenlänge. Diese beiden, ich sag mal, Randstrahlen würden dann noch gerade konstruktiv interferieren. Ist ja ein ganzer Wellenlängenunterschied. Das ist richtig. Aber wenn Sie überlegen, wenn Sie noch einen Strahl in der Mitte dazwischen einzeichnen, der natürlich eigentlich gerade gehen sollte, naja, so in etwa, ja. Dann würden die Randstrahlen jeweils destruktiv mit diesem interferieren. Ja, das heißt, sie haben hier maximale destruktive Interferenz. Auch dafür kriegen sie viel destruktive Interferenz. Ja, und deswegen liegt das Minimum da. Gut, jetzt wollten wir aber eigentlich nochmal berechnen, wie das war. Na gut. Ja, zur Erinnerung, das Minimum, wie gesagt, ist also bei n Lambda ist gleich d Sinus Alpha. Das erste Minimum. Nicht logischerweise bei n gleich 1. Ja, das heißt, dann kommen wir auf die Bedingung für ein Minimum. Sinus Alpha ist gleich Wellenlänge durch Spaltbreite. Gut, ja, das wäre also quasi
die Bedingung, die wir hätten, das ist der Bohrungsmoment des ersten Minimums, das wir ausrechnen sollten, für einen Spalt. Ja, jetzt war die Frage Kreisblende. Was ändert sich da? Na gut, es wurde gesagt, das ist jetzt um Faktor 1,22 größer. Das bedeutet einfach nur, Sinus Alpha ist also in diesem Fall gleich 1,22 Lambda mal D. Das ist ein wichtiger Faktor. In der Mikroskopie zum Beispiel ist der ganz, ganz wichtig. Da ist das Auflösungsvermögen halt besonders wichtig. Ja, da ist das prominent. Wo kommt der eigentlich her? Naja, ich will Sie jetzt nicht mit zu viel Mathematik quälen, aber was Sie beim Spalt angucken müssen, ist ja relativ eindimensional. Ja, Sie gucken sich da hier so eine Welle an und gucken, wie das interferiert, und Sie haben so einen eindimensionalen Spalt. Ja, das heißt, da kommt der Fourier-Trafo und mit, ich sag mal, eindimensionalen Kosinus- und Sinusfunktionen ganz gut hin. Was Sie in der Praxis natürlich haben, ist eher eine Kreisblende, die ist rund. Ja, jetzt kann man sagen, das ist doch im Prinzip nur so ein Spalt gedreht, aber ganz so einfach ist es nicht. Wenn Sie in Mathe schon so weit waren und das schon mal hatten, wissen Sie vielleicht, dass ich sag mal, rotationssymmetrische Differentialgleichungen oder generell rotationssymmetrische Wellenphänomene, kann ich die mathematisch ganz gut beschreiben, aber da bekomme ich sowas wie Bessel-Funktionen raus. Ja, das ist zum Beispiel egal, was Sie beschreiben wollen, wenn Sie nur überlegen wollen, welchen Ton kriege ich raus, wenn ich auf eine Trommel haue, ist das schon ein symmetrisches Problem und so weiter. All die Wellen, die da rauskommen, können Sie mit der Bessel-Funktion beschreiben. Und die erste Nullstelle der Bessel-Funktion liegt überraschenderweise bei 1,22. Ja, ich werde es Ihnen nicht komplett mathematisch herxen, aber das ist das, wo dieser Faktor herkommt. Ja, das ist einfach die Nullstelle der Bessel-Funktion, mit der man einfach so rotationssymmetrische Probleme beschreiben kann. Und das tritt halt einfach auch bei einer Kreisblende auf. Damit kommen wir auch schon zu Aufgabenteil B. Wenn wir jetzt das Licht von zwei weit entfernten, nicht kohärenten, das heißt unabhängig voneinander strahlenden, punktförmigen Lichtquellen auf einen öffnenden Durchmesser d fällt, dann sagt man, dass sie gerade noch getrennt werden, wenn das Beugungsmaximum der einen Quelle mit dem ersten Beugungsminimum der zweiten Quelle zusammenfällt. Das klingt auch erstmal wieder komplex, aber ich zeige Ihnen gleich, so schwierig ist das gar nicht. Deswegen skizzieren Sie erstmal diese Situation und was würde im Fall von zwei kohärenten Lichtquellen passieren. Okay, gucken wir uns das doch erstmal an. Ja, wir haben hier unsere beiden Lichtquellen, sagen wir hier und da. Der Abstand soll A sein. Ja, so weit so. Dann haben wir hier wieder einen Spalt. Ganz übertrieben dargestellt, vielleicht mal so. Der Abstand ist wieder D. Ich schreibe es mal hier so klein dran. Ja, und dann können wir mal gucken, was passiert. Ja, ich habe quasi sollte wieder einen Schirm. Ich habe hier quasi Licht, was hier durchgeht. Dann müsst ihr das alles einmal durchixen, was da passiert. Und dann zeichne ich es Ihnen mal hier ganz grob hin. Da würde ich hier so ein Beugungsbild rauskriegen. Was schief gezeichnet etwa so aussehen würde. So, und was wir uns jetzt fragen ist, naja gut, wenn ich jetzt eine zweite Lichtquelle habe, wo Licht hier entlang geht, dann landet die irgendwie hier. Ja, und auch da. Wie machen wir es? Ich zeige es Ihnen noch einmal so. Das geht auch hier weiter und so weiter. Ja, dann bekomme ich so zwei Bilder. Und die Frage ist jetzt, naja gut, wann kann ich ihn noch auseinanderhalten? Und die Aussage ist, ja, gerade auf, noch ins Auflösungslimit komme ich, wenn ja, das Auflösungslimit und das Maximum der einen Funktion mit dem ersten Minimum der anderen übereinstimmt. Das bedeutet, wenn ich das eine nehme, und das sähe so aus. Ich gucke mir das andere an. Ja, da habe ich mein Minimum hier und das Maximum liegt da. Dann könnte ich es in diesem Fall gerade noch auseinanderhalten. Ja, wenn Sie einfach mal die Summe davon bilden, dann würden Sie hier irgendwas rausbekommen, was dann hier so irgendwie so aussieht. Das heißt, solange ich hier noch eine kleine Delle habe, kann ich es gerade noch so auseinanderhalten. Ja, das wäre sozusagen das Auflösungslimit. Ja, das heißt, in diesem Fall könnte ich das gerade noch auflösen. Gut, was würde im Fall von zwei kohärenten Quellen passieren? Naja, da können Sie überhaupt nichts mehr direkt abbilden. Warum? Naja, dann haben Sie nicht einfach diese einfache Abbildung, wie Sie sie hier sehen,
Ja, sie haben nicht einfach zwei Bilder, der eine soll nicht quellen, sondern sie müssen natürlich Interferenzeffekte mitnehmen. Was bedeutet, sie müssen erst die Felder aufaddieren und dann die Summe der Felder der einzelnen Nichtquellen betrachtet quadrieren. Was bedeutet, dass sie Interferenztherme reinbekommen und damit können sie die Maxima und Minima ganz arg hin und her schieben, je nachdem, wie die unterschiedliche Phasenlage ist. Ja, das heißt, es kann sein, dass sie einfach ja, hier einfach so einen breiten Flatschen rausbekommen. Es kann sein, dass sie was ganz anderes rausbekommen. Ja, können sowas rausbekommen. Das hängt nur von der relativen Phase ab. Ja, und dementsprechend ist das für sowas Abbildendes eher schwierig. Ja, das heißt, für kohärentes Licht, ja, Kohärenz ist für viele Sachen vom Vorteil. Ja, aber wenn ich jetzt hier diese Lichtquellen direkt abbilden will, ist das eher schlecht. Damit kommen wir zu Aufgabenteil C, wo wir jetzt mal konkret was machen sollen. Berechnen Sie aus dem Abstand A der beiden Lichtquellen ihre Entfernung L von der Öffnung, den Winkel Beta, unter dem sie erscheinen. Okay, das zeichne ich Ihnen schon mal ein, weil dann haben wir das schon mal hinter uns. Abstand A hatten wir schon. Abstand L ist einfach hier. Und dann gucken Sie, okay, Abstand A habe ich da, L habe ich da. Das heißt, ich habe hier so einen Winkel. Ja, und den werde ich gleich brauchen. Das ist nachher mein Winkelbeta. Gut. Das Auflösungsvermögen eines optischen Geräts ist jetzt durch den Aufgabenteil B diskutierte Situation gegeben. Okay, das hatten wir ja gerade. Ich weiß, was ich machen muss. Denn Aufgabenteil A berechnete Winkel Alpha, ja, stimmt damit Beta überein. Gut zu wissen. Dies ist das sogenannte Weylsche Kriterium für die Auflösung eines optischen Gerätes. Berechnen Sie nun den maximalen Abstand A, den zwei Punkte voneinander haben, dürfen sich in einem großen Abstand L, viel, viel größer als A, von der kreisförmigen Öffnung im Durchmesser D befinden, damit diese gerade noch von der Öffnung getrennt abgebildet werden können. Erstmal muss ich sagen, ich hätte die Aufgabe anders formuliert. Ich hätte gesagt, der minimale Abstand, weil weiter voneinander wegpacken kann man die Lichtquellen natürlich immer. Ja, dann kann man sie immer noch abbilden, aber wenn man sie näher zusammenpackt, kann ich sie nicht mehr sehen. Von daher hätte ich es den minimalen Abstand genannt, aber naja, gut. Ja, jetzt hatte ich Ihnen gesagt, okay, wir haben diesen Winkel Alpha, das war der hier. Ja, das ist der Winkel dazwischen. Und wir haben den Winkel Beta. Das ist glücklicherweise derselbe Winkel, das wäre nämlich dieser hier. Ja, Sie sehen, L durch A, das ist der Abstand der beiden. Ja, das heißt, da haben wir den Winkel nochmal. Das ist ganz gut. Das heißt, das ist relativ nett. Dann hatten wir diverse Annahmen getroffen. Ja, wir sagen gesagt, L soll viel, viel größer als A sein. Was bedeutet das? Naja, das wurde in der Aufgabenstellung schon gesagt. Ja. Wir sollten annehmen, was gesagt, L viel, viel größer als A ist. Wir sollten annehmen, dass die Spaltgröße viel, viel größer als die Wellenlänge ist. Und wir sollten annehmen, dass wir die Kleinwinkelnäherung machen können, also dass Sinus Alpha ungefähr Alpha ist und Tangens Beta ungefähr Beta. Ja, das vereinfacht vieles, ja, weil wir haben hier Tangens Beta stehen. Was war Tangens Beta? Naja, Gegenkathete durch Ankathete. Das ist also, wenn Sie hier gucken, zeige ich Ihnen nochmal, ja, hier ist Beta. Dann brauchen Sie Gegenkathete. Das ist hier A durch Ankathete. Das ist hier L. Ja. Ankathete ist hier, Gegenkathete ist da. Das heißt, dadurch kriegen wir schon mal Tangens Beta zusammen. Das heißt, wir wissen, der Tangens dieses Wertes Winkels Beta. Was war das jetzt nochmal? Schauen Sie nochmal hin. Gegenkathete durch Ankathete, also A geteilt durch L. Das ist schon mal gut. Und wir haben gesagt, das ist die Kleinwinkelnäherung, also ist das Beta. Andererseits haben wir ja gesagt in der Aufgabenstellung, na gut, gucken Sie sich das nochmal an, Beta soll gleich Alpha sein. Das macht Sinn, das sehen Sie hier, dass die beiden Winkel die gleichen sind. Ja? Das heißt, das ist dasselbe wie Alpha. Nun können wir aber wieder die Aufgabenstellung vorher ausnutzen. Ja? Wir wissen, was können wir gerade noch so auseinanderhalten? Naja, dazu war die Bedingung Sinus Alpha ist gleich 1,22 mal Lambda durch D. Ja? Auflösung bedeutet, ja, wenn ich es noch auflösen kann, Sinus Alpha ist gleich 1,22 mal, ich zeige es Ihnen nochmal, Lambda geteilt durch die Spaltbreite. Ja, jetzt haben wir gesagt, wir können mal wieder kleine Winkel annehmen. Das heißt, das ist genau das gleiche wie Alpha. So. Und da wir oben gesagt hatten, dass die beiden Winkel gleich sein sollen, kann ich das jetzt direkt gleichsetzen. A durch L, das war mein Winkel Beta.
muss, wenn ich das noch auflösen können will, 1,22 Lambda durch d sein. Oder wir hatten ja nach a gefragt, nur nochmal zur Erinnerung, a war der Abstand der Lichtquelle, ist gleich 1,22 mal meinen Abstand zwischen meiner Lichtquelle und meinem Spalt, mal der Wellenlänge, die ich benutze, geteilt durch die Spaltbreite. Damit bin ich schon fertig. Das ist die Auflösung. Und das ist sozusagen der höchste Abstand, den meine zwei Lichtquellen noch haben können, damit ich sie auseinanderhalten kann. Ja, wenn die näher aneinander sind, dann kann ich diese beiden Lichtquellen nicht mehr getrennt voneinander abbilden. Gut, das ist jetzt erstmal relativ unanschaulich. Ja, deswegen ist die Frage, was bedeutet das denn und wie kann ich das verbessern? Ja, das heißt, für Sie als praktische Frage ist ja vielleicht gegeben, wie kann ich jetzt die Auflösung von irgendeinem optischen Element verbessern? Ja, Sie wollen ja vielleicht ganz kleine Strukturen auflösen. Ja, das gibt es ja in der Chemie auch häufiger, dass Sie das mal machen wollen. Also wie kriege ich das hin? Naja, die erste Möglichkeit ist, Sie müssen Lambda klein machen. Ja, dann wird R. Ne? Sie müssen ja quasi im Prinzip nur Ihr R klein machen, das wäre Ihr Auflösungsvermögen. Dementsprechend müssen Sie gucken, wie Sie das klein kriegen können. Die erste Möglichkeit, wie gesagt, ist, Sie nehmen Lambda sehr, sehr klein. Das bedeutet, Sie nehmen einfach Licht mit kürzerer Wellenlänge. Ja, da können Sie sich vielleicht vorstellen, sichtbares Licht ist da besser als Radiowellen. Das könnte naheliegend sein, ja. Ganz klar, wenn meine Wellenlänge klein ist, kann ich damit auch kleine Strukturen auflösen. Das macht schon mal Sinn. Zweite Möglichkeit ist, ich kann L klein wählen. Was war L? Ja, der Abstand meiner Lichtquellen zu meinem Spalt. Wenn ich den klein wähle, kriege ich auch eine bessere Auflösung. Da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Zu klein sollte es auch nicht sein, weil sonst ist sind die ganzen Annahmen nicht mehr gerechtfertigt, ja, die wir hier getroffen haben. Aber naiv macht das erstmal Sinn. Wenn Sie sich überlegen, wie so ein Mikroskop aufgebaut ist, ja, beim Mikroskop versuche ich auch nicht, meinen Gegenstand, den ich abbilden will, möglichst weit weg von meinem Mikroskop und von meinem Spalt damit zu halten, ja, sondern ich bin da sehr, sehr nah dran am Objektiv. Das macht Sinn. Das Letzte ist natürlich, ich kann d groß machen. Bei einer gewissen Größe hilft das natürlich nicht mehr, aber wenn ich d zu klein mache, habe ich natürlich nur noch Beugungseffekte. Sie wissen das Huygensche Prinzip, ja, wenn ich meinen Spalt viel, viel kleiner mache als die Wellenlänge oder auf die gleiche Größenordnung der Wellenlänge bringe, dann geht davon nur noch eine Punktlichtquelle aus und das bringt Ihnen auch nicht mehr viel Auflösung. Ja. Das bedeutet, ja, wenn mein Spalt groß ist, hilft das auch so ein bisschen. Ja, das sind die Sachen, die Sie erstmal direkt machen können, um die Auflösung so ein bisschen zu verbessern. Damit kommen wir zu Aufgabenteil D, letzter Aufgabenteil hier schon. Ja, die Frage war, häufig hört man, dass die große chinesische Mauer das einzige von Menschenhand errichtete Bauwerk auf der Erde sei, das vom Weltraum aus mit bloßem Auge sichtbar ist. Prüfen Sie diese Aussage für einen Astronauten, der sich einmal in einer L gleich 200 Kilometer, das ist mal 1, ja, da befindet sich eine Umlaufbahn 200 Kilometer hoch. Und das andere Mal auf dem Mond befindet. Nehmen wir erstmal die Umlaufbahn, das sind 200 Kilometer oder 2 mal 10 hoch 5 Meter. Hinweis: Setzen Sie für den Durchmesser der Pupille den Wert d gleich 5 mm ein. Auch das rechnen wir direkt mal in Meter um. Und für die Wellenlänge des Lichts 600 Nanometer ein. Na gut, auch das können wir direkt umrechnen. So. Die große chinesische Mauer ist etwa 5 Meter breit. Jetzt müssen wir überlegen, bei dieser Aufgabe, wenn ich hier überlege, wenn ich das abbilden will, was würde dann der Breite der Mauer entsprechen? Naja, wenn ich sie sehen will, ist das, was ich hier habe, quasi meine Mauer. Das heißt, ja, ich möchte das linke und das rechte Ende noch auseinanderhalten können. Das heißt, letzten Endes, die Breite meiner Mauer ist das A. Ja, A ist, oder mein Ziel A ist sozusagen 5 Meter. Ja, gut. Nennen wir es mal in diesem Fall eher B als A. Ja, das ist die Breite und ich möchte jetzt rausfinden, ist mein A, mein Auflösungsvermögen größer oder kleiner als 5 Meter? Ja, das ist die einzige Frage. Die Entfernung des Mondes von der Erde, ich nenne es mal L2, das war das zweite, was wir testen wollten, ist etwa 400.000 Kilometer. Das ist viel, das rechne ich jetzt direkt mal um. Das sind 4 mal 10 hoch 8 Meter. Gut, da muss man jetzt gar nicht viel machen, sondern ich muss eigentlich nur meine Gleichung hier nehmen. Ja,
und die Werte, die ich habe, einsetzen und einfach nur fragen, okay, ist mein A, das ich jetzt rauskriege, größer oder kleiner als 5 Meter? Ja, machen wir das erstmal für den Astronauten in der Umlaufbahn. Ja, spielen wir hier mal ein bisschen Mythbusters und gehen wir dem einfach mal nach, ob das alles so geht. Ja, das Auslösungsvermögen, das er mit seiner Pupille hinkriegt, was war das? 1,22 mal L1 mal Lambda durch D. Also 1,22 mal 2 mal 10 hoch 5 Meter mal 600 Nanometer geteilt durch die. Gut, da kann ich jetzt viele Größen wechseln. Ich habe hier 10 hoch 5, ja, durch 10 hoch minus 3, macht zusammen 10 hoch 8. 10 hoch 8 mal 10 hoch minus 9 gibt 10 hoch minus 1 mal 600 gibt noch 60. Ja, diese 60 mal 2 mal 1,22, dann muss ich hier noch dadurch teilen durch die 5. Dann komme ich darauf, dass genau 29,3 Meter über. Was bedeutet das? Naja, das ist offensichtlich größer als 5 Meter. Ja, das bedeutet, Gegenstände, die mehr als 29,3 Meter voneinander entfernt sind, kann ich auflösen. Alles weniger nicht. Das heißt, unser Astronaut im All sieht nichts oder kann nichts wirklich auflösen, was kleiner als 30 Meter ist. Das bedeutet, der Astronaut im All in der Umlaufbahn kann die chinesische Mauer nicht erkennen. Das geht nicht. Dann berechnen wir das nochmal für den Mond. Naja gut, jetzt können Sie überlegen, die meisten Zahlen, die Sie hier haben, sind genau die gleichen, nur ich muss L2 durch L1 ersetzen. Ja, das bedeutet, naja, das wird sein A1 mal mein L1, also meine 4 mal 10 hoch 8 Meter, geteilt durch den Abstand, den wir gerade hatten, das waren 2 mal 10 hoch 5 Meter. Ja, das heißt, was ich jetzt rauskriege, ist 2 mal 10 hoch 3 größer. Das heißt, wir kommen jetzt etwa auf 58,6 Kilometer. Das bedeutet, vom Mond aus kann ich überhaupt keine Strukturen erkennen, die kleiner als 60 Kilometer sind. Das heißt, die chinesische Mauer werden Sie weder vom Mond aus noch von der Umlaufbahn aus sehen. Ja, das geht einfach nicht. Zum Mythos beigetragen hat so ein bisschen, dass bei ganz, ganz niedrigem Sonnenstand die chinesische Mauer einen ziemlich langen Schatten wirft. Ja, dann kann man mit so ein bisschen Glück vielleicht aus einer sehr, sehr erdnahen Umlaufbahn ein bisschen was sehen. Aber auf 60 Kilometer kommen Sie auch da nicht ansatzweise. Ja, das ist einfach nur ein Mythos. Die Mauer ist einfach nicht aus dem All sichtbar. Gut, damit bin ich mit der ersten Aufgabe durch. Ich gebe Ihnen noch einen Moment Zeit, um über die chinesische Mauer nachzudenken und sich Bilder davon anzugucken oder auch Fragen hier zu stellen. Ja, und ich bin dann gleich wieder für Sie da mit der nächsten Aufgabe. Also, bis gleich. So, meine lieben Damen und Herren, da wäre ich wieder. Und ich bin auch schon wieder da mit der nächsten Aufgabe. So. Das ist Aufgabe 84 und jetzt wird es ein bisschen quantenmechanischer. Ja, jetzt geht es tatsächlich mal ans Eingemachte und so ein bisschen an die Grundlagen der Quantenmechanik. Und zwar beschäftigen wir uns mit der Planckschen Strahlungsformel. Die Aufgabe ist auch wieder etwas furchteinflößend gestellt, aber keine Sorge, so schwierig ist sie nicht. Das Frequenzspektrum der Strahlung eines schwarzen Körpers ist durch die Planck'sche Strahlungsformel gegeben. Eine universelle Funktion, das ist diese Planck'sche Strahlungsformel, f von Lambda und t, d Lambda, beschreibt hierbei die emittierte Strahlungsleistung pro Fläche in einem Wellenlängenintervall d Lambda. Das sollen Sie nochmal in die Vorlesung gucken. Das sagt uns einfach nur, naja, wie viel Leistung pro Fläche, also Intensität, emittiert mein schwarzer Körper jetzt in diesem Wellenlängenintervall? Das heißt, ne, wenn ich mir ein kleines bisschen rote Emission angucke, also rote Wellenlänge, was kommt da raus? Wenn ich einen kleinen Tacken blau angucke, was kommt da raus? Grün und so weiter. Das heißt, ich kann das einfach nach Wellenlängenintervallen aufteilen. Wir fangen erstmal ganz langsam an mit Aufgabe A. Wie lautet die Definition eines schwarzen Körpers? Nennen Sie ein Beispiel für einen physikalischen Sinn schwarzen Körper und warum ist eine schwarz gefärbte Fläche kein gutes Beispiel für einen schwarzen Körper? Naja gut, die Definition im physikalischen Sinn eines schwarzen Körpers ist ein Körper, dessen Absorptionsvermögen gleich 1 ist. Das heißt, einer, der wirklich jedes Licht, was auf ihn fällt, ja, absorbiert. Deswegen ist so, machen wir es mal so,
so eine Art Hohlraum, also ja, das hier, wäre ein sehr, sehr guter schwarzer Körper. Warum? Naja gut, der absorbiert fast alles Licht, was hier reinfällt, denn es wird vielleicht nochmal, wenn das Licht hier reinfällt, hier reflektiert, gestreut oder was auch immer. Ja, aber fast alles, was an Licht hier reinfällt und dann Wärme aufgenommen wird und dann irgendwie konvertiert wird, bleibt im schwarzen Körper drin. Ja, der absorbiert also wirklich alles. Ja, das ist also ein gutes Beispiel. Das sagt uns auch direkt, warum eine einfache schwarze Fläche, so, kein guter schwarzer Körper ist. Ja, wenn hier viel Licht drauf fällt, absorbiert die das natürlich auch. Aber wenn sie das absorbiert, emittiert sie es auch wieder und das geht einfach in alle Himmelsrichtungen davon. Ja, das heißt, das bleibt dann nicht da und es gibt auch Streuverluste und so weiter. Das heißt, ja, dieser Hohlraum, den Sie hier links sehen, ist ein guter schwarzer Körper einfach, weil alles drin bleibt sozusagen. Gut, dann kommen wir schon zu Aufgabenteil B. Welche Eigenschaften hat denn jetzt die Schwarzkörper- bzw. Hohlraumstrahlung? Naja, da kann man viel sagen. Der Hauptpunkt, um den es hier gehen soll, ist, das wurde auch schon vorhin gesagt, es ist eine universelle Funktion. Das bedeutet, wenn ich diesen schwarzen Körper habe, ist es unabhängig davon, aus welchem Material dieser schwarze Körper ist. Ja, das ist eine universelle Funktion, die für jedes Material gültig ist. Das mag erstmal überraschend sein, aber wenn Sie jetzt überlegen, was kann so ein Material jetzt verändern? Naja, im Wesentlichen das Absorptionsvermögen. Das Absorptionsvermögen eines schwarzen Körpers muss jetzt aber per Definition gleich 1 sein. Ja, das heißt, wenn mein Körper eh schon alles absorbiert, dann kann mein Material gar nicht mal mehr so viel Einfluss haben. Ja? Was soll das Material noch machen? Ja, es wird ja eh schon alles absorbiert. Dementsprechend kann es ja Material liegen, dass das, was ich mir angucke, kein guter schwarzer Körper ist. Ja, wenn ich da zum Beispiel ganz, ganz viele diskrete Resonanzen habe oder sowas. Aber de facto ist das, was ich rausbekommen werde, eine universelle Funktion. Ja. Gut, damit kommen wir auch schon zu Aufgabenteil C. Max Planck hat im Jahr 1900 herausgefunden, dass diese Funktion, also die universelle Funktion, f von Lambda t, die folgende Form hat. F, ich schreibe es nochmal hin, das werden wir gleich nochmal brauchen, von der Wellenlänge und von der Temperatur hängt das ab. Das soll sein 8pi mal die Konstante h mal die Lichtgeschwindigkeit geteilt durch die Wellenlänge hoch 5. Ja, Konstante h ist die Planck-Konstante. Damals, als Planck sie entdeckt hat, hieß sie natürlich noch nicht so. Ja, so größenwahnsinnig war dann doch noch nicht Variablen oder Konstanten nach sich zu benennen. Durch die Boltzmann-Konstante, die man aus der Thermodynamik kennt, mal t minus 1. Ja, mit der Boltzmann-Konstante 1,38 mal 10 hoch minus 23 Joule pro Kelvin, also sehr, sehr wenig. Der Lichtgeschwindigkeit 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde und der Planck-Konstanten 6,62 mal 10 hoch minus 34 Joule Sekunden. Also auch eine sehr, sehr kleine Konstante. Ja. Dabei ist groß T die absolute Temperatur des schwarzen Körpers, ja, also in Kelvin, bitte nicht in Celsius angeben. Ja. Wenn ich Ihnen einen Rat für eine Klausur geben darf, um Gottes Willen, überlegen Sie, welche Temperatur Sie nehmen müssen. Ja. In diesem Fall lieber hier bei solchen Gleichungen hier immer in Kelvin angeben, immer die absolute Temperatur, nicht in Celsius. Ja. Und Lambda ist die Wellenlänge der emittierten elektromagnetischen Welle. Jetzt sollte man mal F von Lambda und T als Funktion der Wellenlänge Lambda für verschiedene Temperaturen skizzieren. Na ja, gut. Machen wir das doch mal. Was Sie auch schon mal überlegen können für Klausur, was haben Sie auf den Achsen? Ja, hier ist also die Leistung, also die abgestrahlte Leistung pro Flächenelement und pro Wellenlängenelement. Deswegen nehme ich immer unterschiedliche Einheiten. Watt pro Kubikmeter und Mikrometer. Ja, Mikrometer hier für das Wellenlängenelement. Auf der Achse haben wir die Wellenlänge. In diesem Fall in Mikrometer. Dann kann man jetzt mal für verschiedene Temperaturen überlegen, was da passiert. Ja, Sie wissen, es gibt sowas wie das Wien'sche Verschiebungsgesetz. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, Maximum der Wellenlänge mal T, absolute Temperatur, ist konstant. Ja, und das ist etwa 2898 Mikrometer mal Kelvin. Ja, das heißt, man kann jetzt mal für verschiedene Temperaturen überlegen, was da passiert. Ja, das heißt, bei 300 Kelvin kann man das durchrechnen. Dann kommt man auf ein Maximum von, ich muss mal hingucken, 10 Mikrometer, 700 Kelvin. Dann sind wir dabei 4 Mikrometer und schon bei 1000 Kelvin. Dann sind wir etwa bei 2,9 Mikrometer.
Das bedeutet, man braucht schon relativ hohe Temperaturen, um dann in den sichtbaren Bereich zu kommen. Ja, das ist nicht mal so eben. Gehen wir bis auf 10. Ja, machen wir das mal. Das ist 5, 6, 8, 4, 2. Gut. Dann muss man natürlich überlegen, das skaliert mit. Fangen wir mal bei 1000 Kelvin an. Da sind wir etwa bei 3 im Maximum. Ja, das heißt, das Maximum muss irgendwo hier liegen. Und die Kurve würde dann Pi mal Daumen so aussehen. Ja, das wäre das, was Sie rausbekommen für 1000 Kelvin. Gut, dann gehen wir mal auf 700 Kelvin weiter. Wo muss das Maximum liegen? Bei 4 Mikrometer hatten wir gesagt. Insgesamt, ja, wird natürlich auch weniger Licht emittiert, ja. Der schwarze Körper ist nicht so heiß, er kann also nicht so viel Strahlung emittieren. Das Maximum shiftet, wie gesagt, zu höheren Wellenlängen. Was wir rausbekommen, sieht in etwa so aus. So, bei 3, ich schreibe es nochmal dran. Das sind etwa 700 Kelvin. So. Jetzt müssen wir schon sehr, sehr aufpassen. Bei 1000 Kelvin sind, bei 300 Kelvin sind wir bei 10 Mikrometern. Das bedeutet, da kommt schon sehr, sehr wenig raus. Ah, das ist jetzt schlecht gezeichnet. Das Maximum muss etwa hier liegen. Das muss natürlich immer unter einer Kurve liegen. Das Maximum wäre etwa hier. Das heißt, es ist schon sehr, sehr flach. Ja, und bei Raumtemperatur, das ist ja fast 300 Kelvin, kommt also einfach fast kein sichtbares Licht raus. Sie haben ganz, ganz viel Infrarot, aber Sie sehen dann nur sehr wenig. Ja. Wenn Sie sichtbares Licht haben wollen, können Sie auch nochmal überlegen. Ja. Wenn Sie sagen, das Maximum soll ungefähr bei 500 Nanometer liegen, das wäre ja sichtbares Licht, das ist etwas, was Sie bei der Sonne haben, dann brauchen Sie schon eine Temperatur, die deutlich höher liegt. Das zeichne ich Ihnen jetzt nicht ein. Etwa 5800 Kelvin. Das ist schon sehr heiß. Das zeichne ich Ihnen auch nicht ein, weil das hier größenordnungsmäßig höher liegen würde. Das heißt, da käme ich auf dieser Skala gar nicht mehr hin, sondern da kommt sehr, sehr viel mehr Licht raus. Was ja auch gut ist, die Sonne ist ja auch ein bisschen heller als irgendwie so, keine Ahnung, ne, irgendwie draußen so ein Tisch, der bei 300 Kelvin ne, da rumsteht. Wäre auch schlecht, wenn der Tisch genauso hell wäre wie die Sonne. Gut. Damit müssen wir jetzt leider ein bisschen rumrechnen in Aufgabenteil D, denn es gilt der Zusammenhang Wellenlänge ist gleich Lichtgeschwindigkeit durch Frequenz. Frequenz hier als μ dargestellt, mit der Frequenz μ der Strahlung, die mich interessiert. Rechnen Sie mit diesem Zusammenhang die Funktion f von Lambda und t in eine Funktion von μ, also der Frequenz und t um. Hinweis, bedenken Sie, dass f von Lambda t d Lambda zu betrachten ist. Setzen Sie die Planck-Formel einfach Lambda gleich c durch v, c durch μ ein und betrachten Sie, dass aus Lambda gleich c durch μ folgt, d Lambda ist gleich minus c durch μ d μ. Na gut. Ja, das heißt, nochmal zur Erinnerung, was bedeutet das? Wie kommen wir erstmal drauf, dass d Lambda gleich minus c durch μ Quadrat d μ ist? Naja, ganz einfach. Ja, wir haben hier Lambda stehen und wir können ja einfach mal die Ableitung d Lambda nach d μ bilden. Das ist ja relativ simpel. Ja, das ist c, also Lambda ist c mal μ hoch minus 1. Das heißt, was ich rauskriege, ist minus c mal μ hoch minus 2. Ja, und dann kann ich in bester Räubermanier einfach das d auf die andere Seite bringen. Ja, in der Physik geht das, in der Mathematik müssen Sie das erstmal begründen, ob das geht. Das ist auch zu Recht, aber dann bekommen Sie sowas. Das heißt, ich kann einfach diese Ersetzung nachher machen. Ja, das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Und was ich jetzt haben möchte, ist meine Funktion f von Lambda und t d Lambda soll sein. Naja, was hatten wir da? 8 mal Pi mal h mal c durch Lambda hoch 5. Dann habe ich hier meinen Bruch e hoch h mal c durch k Boltzmann mal Temperatur mal Lambda und das Ganze minus 1 d Lambda. Ja, gut, jetzt kann ich schon mal so ein bisschen einsetzen. Was kann ich machen? Na gut, ich kann erstmal 8 Pi hc, da tut sich wenig, aber Lambda hoch 5 kann ich schon mal in c hoch 5 durch Frequenz hoch 5 umschreiben. Da habe ich das schon mal drin. Da bin ich das Lambda schon mal losgeworden. Dann kann ich hier noch gucken. Ja, hier habe ich im Nenner, im Exponenten mein Lambda stehen. Da kann ich auch einmal c durch μ einsetzen. Ja, Sie haben oben im Zähler ein c, im Nenner dann auch eins. Das geht schon mal weg. Was Sie überbehalten ist h mal μ durch k Boltzmann mal t
und das Ganze minus 1. Ja, wie gesagt, bisher haben wir nur eingesetzt. Dann habe ich hier hinter noch ein D-Lambda stehen. Gut, dann kann ich jetzt dieses D-Lambda auch noch ersetzen, und zwar dadurch. Ja, das heißt, was ich dann rausbekomme, ist 8pi. Ja, ziehe das erstmal durch. Ja, die Cs kann ich nachher natürlich noch zusammenfassen. So. Dann habe ich hier 1 durch e hoch mal μ durch die Boltzmann-Konstante mal t minus 1. Dann kann ich das jetzt einsetzen. Hier bekomme ich raus c durch μ Quadrat die μ. Eigentlich muss ich hier noch dieses Vorzeichen mitschleppen. Das lasse ich jetzt aber mal weg. Warum darf ich das? Naja, Sie müssen überlegen, wir untersuchen hier mal eine Funktion in einem kleinen Intervall. Das heißt, ich muss nachher darüber integrieren. Jetzt ist es aber so, größere Wellenlängen gehören zu kleineren Frequenzen und umgekehrt. Ja, Sie wissen, kleine Wellenlängen, 500 Nanometer, ist höher energetisch als 3-4 Mikrometer. Ja, das bedeutet, 500 Nanometer hat eine höhere Frequenz. Das bedeutet, wenn ich nachher irgendein Integral bilde, ja, sagen wir Integral über f von Lambda t d Lambda, ich gehe von Lambda 1 bis Lambda 2 und Lambda 1 soll kleiner sein als Lambda 2, dann würde das entsprechend am Integral von Frequenz 1 oder das μ1 bis μ2 eine Funktion meiner Frequenz und meiner Temperatur, die μ. Ja, aber jetzt ist es so, Lambda 1 war kleiner, oder sagen wir kleiner, so, Lambda 2. Das bedeutet dann allerdings auch, dass μ1 größer ist als μ2. Normalerweise werde ich jetzt aber trotzdem immer von der kleineren zur größeren Frequenz integrieren. Ja, das bedeutet, ich kann einfach drauf übergehen, Integral von 2 zu μ1 minus f μ und t d μ zu integrieren. Und dann habe ich das Vorzeichen wieder berücksichtigt. Ja. Das heißt, ich nutze jetzt einfach die Konvention, dass ich nachher die Integralgrenzen, wenn ich darüber integrieren muss, einmal rumdrehe und einfach, wie es naiv sinnvoll wäre, von der kleineren zur größeren Frequenz integriere. Ja, und dann passt das schon wieder. Ja. Deswegen kann ich das Vorzeichen hier schon mal weglassen. Gut, jetzt kann ich so ein bisschen zusammenfassen. Ja, zum Beispiel sehen Sie hier relativ viele Cs. Da ist ein C, da ist ein C, hier ist ein C hoch 5. Die kann ich jetzt erstmal zum Beispiel zusammenfassen. Dann bleibt noch über 8pi mal, was haben wir noch? H. Dann habe ich ganz, ganz viele μs. Ja, hier habe ich ein μ² und hier ein μ hoch 5. Das heißt, da bleibt noch ein μ-Frequenz hoch 3 über und das Ganze durch c hoch 3. So. Exponenten tut sich nicht so viel. Hier habe ich h mal μ durch k Boltzmann t minus 1 und das Ganze im Intervall d μ. Ja, damit bin ich auch schon fast fertig, denn das hier ist, wie gesagt, mein f von Lambda und t d Lambda gewesen. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein f von μ und t haben will, ja, dann brauche ich einfach nur den linken Teil, den ich hier habe, und bin eigentlich fertig. Ja, das heißt, das geht mit meiner Frequenz hoch 3, geteilt durch Lichtgeschwindigkeit hoch 3, 1 durch i hoch h nü. Sie werden feststellen, das ist eine Energieskala, genauso wie K-Boltzmann mal Temperatur eine Energieskala ist, und das Ganze minus 1. Ja, wenn ich dann nachher f von nü mal t d nü haben will, muss ich das d nü einfach wieder dranhängen und bin damit fertig. Ja, das wäre im Frequenzraum die gleiche Funktion. Gut, damit kommen wir zur Aufgabenteil E. Die ist jetzt wieder ein bisschen herausfordernder. Jetzt sollen wir einfach mal das Wien'sche Verschiebungsgesetz beweisen. Ja, beweisen das sogenannte Wien'sche Verschiebungsgesetz. Das habe ich ja vorhin schon mal angewandt. Das heißt, dass für das Maximum bei Lambda Max, der im Aufgabenteil C zur Zeichnung Planck-Funktion gilt, Wellenlänge am Maximum mal die Temperatur meines schwarzen Körpers ist 2,898. Millimeter, ich hatte es Ihnen vorhin in Mikrometer angegeben, mal Kelvin. Ja gut, das ist nicht so simpel. Wie mache ich das? Ich fange wieder mit f von Lambda und t an, in diesem Fall. Ja, nur zur Erinnerung, 8pi h mal c
durch Lambda hoch 5 mal, ja, diese lange Klammer. Ich mache das jetzt mal anders. Ich schreibe das ein bisschen bequemer. I hoch hc durch Wellenlänge mal k Boltzmann t minus 1. Das steht hier im Nenner, deswegen mache ich es einfach als Klammer hoch minus 1. Gut, was ich jetzt brauche ist, naja gut, ich will ein Maximum finden. Das heißt, am Maximum, also an der Wellenlänge, wo diese Funktion das Maximum annimmt, muss die Ableitung nach der Wellenlänge also 0 sein. Ja? Das heißt, alles, was ich brauche, ist df von Lambda t nach die Lambda soll 0 sein. Und das ist jetzt. Das wird jetzt eine sehr, sehr längliche Ableitung. Deswegen fange ich mal damit an. Ja, wir haben hier ein Produkt aus zwei Termen und beide hängen von Lambda ab. Ja, einmal hier Lambda hoch minus 5 und einmal hier Lambda am Exponenten. Deswegen brauche ich auf jeden Fall die Produktregel. Also fange ich einfach links an. Das ist ein Term mit Lambda hoch minus 5. Also kommt minus 5 nach dieser Term, 8pi ac durch Lambda hoch 6 mal den zweiten Term, der bleibt einfach so, wie er ist. I hoch ac Lambda k Boltzmann t minus 1. Das ist der erste Term. Ja? Der linke Teil wird abgeleitet, der rechte Teil bleibt stehen, wie er ist. Dann muss ich das Umgekehrte machen. Ja? Der linke Teil bleibt stehen, wie er ist. 8pi ac durch Lambda hoch 5. Und jetzt muss ich den rechten Teil ableiten. Gut. Das ist wieder ein länglicher Term, der wieder eine innere Ableitung hat. Also fangen wir erstmal an. Minus 1 mal diese längere Klammer. Das ist noch der einfache Teil der Ableitung. I hoch hc durch Lambda k Boltzmann t minus 1. Soweit so gut. Das Ganze hoch minus 2. Oh, sorry, das hoch minus 1 hatte ich natürlich vergessen. Das bleibt natürlich da. Ja. Gut, jetzt brauche ich davon aber noch die innere Ableitung. Okay, okay, das geht auch. Das ist mal, gucken wir uns das an, i hoch c durch Lambda k Boltzmann t. Ja, Exponentialfunktionen sind da ja sehr nett, aber davon brauche ich jetzt nochmal die innere Ableitung. Ja, das heißt, das mal h c durch k Boltzmann t. Ja, und das Ganze noch, ich brauche doch noch eine Spalte, mal minus 1 durch Lambda Quadrat. Ja, das ist einfach die innere Ableitung von meinem Lambda hoch minus 1, das hier noch drin steht. Das heißt, das ist sehr, sehr länglich. Das soll jetzt sein gleich 0, nochmal zur Erinnerung. Gut, jetzt kann ich das erstmal so ein bisschen zusammenfassen. Was kann ich machen? Ich kann erstmal, okay, ist immer in Rot, alles durch diesen Term teilen. Damit werde ich schon mal relativ viel los. Ja. Und ich kann alles durch diesen Term teilen. Ja. Wenn ich alles, was ich da habe, durch diesen Term teile, dann wird das schon mal ein bisschen einfacher. Ich mache das einfach mal. Was bleibt auf der linken Seite über? Ich scroll noch mal ein bisschen hoch. Dann haben wir minus 5. Ja, dieser Term hier fällt weg, dadurch teile ich ja. Dann habe ich diesen Term, den teile ich durch diesen Term hoch minus 2. Das heißt, der bleibt einmal übrig. I hoch ac durch Boltzmann-Konstante t mal Lambda minus 1. So, was bleibt auf der nächsten Seite übrig? Das hier ist fast der Term, durch den ich oben geteilt habe. Ja, ich muss aber sehen, wie viele Lambdas habe ich noch. Ich habe hier noch ein 1 durch Lambda Quadrat. Ja, das bedeutet, da bleibt noch ein bisschen was übrig. Ja, das heißt, ich habe noch c durch Lambda. Jetzt muss ich einmal durchxen. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Das habe ich durch Lambda k Boltzmann t bleibt übrig. Genau. Ja, dieser Term fällt weg, aber das eine Lambda bleibt übrig und das muss ich dann nachher mit diesem Term hier verwursten und dann habe ich das alles einmal drin. Und dann bleibt noch übrig e hoch hc durch Lambda mal k Boltzmann t, das ist dieser Term, der bleibt einfach übrig. Ja, dann habe ich noch zweimal diesen Term minus 1, das hebt sich gegeneinander weg. Ja, nochmal zum Durchxen,
Die minus 5 ist übergeblieben. Hier diese Klammer. Danach habe ich durch diesen Term geteilt. Der ist also weg. Diesen Term hier muss ich durch diesen Term teilen. Da bleibt dieser Term einmal übrig. Dann muss ich auf der rechten Seite wieder alles durch diesen hier rot eingekringelten Term teilen. Das heißt, dann nehme ich diesen Term und dieses Lambda-Quadrat zusammen und teile das alles dadurch, dann bleibt das über. Die beiden minus 1 gehen gegeneinander weg und dann habe ich noch diesen Term. Ja? Und damit habe ich alles zusammen. Gut, dann war der Ratschlag, das ist ein bisschen länglich, dann mache ich doch eine Ersetzung. X soll sein gleich Hc durch K Boltzmann mal Temperatur mal Lambda. Und dann sieht das Ganze schon ein bisschen handlicher aus. Das stimmt, denn dann habe ich minus 5 mal E hoch x minus 1 plus x mal E hoch x. Und das soll 0 sein. Das ist in der Tat deutlich handlicher. Ja, das kann ich jetzt ein bisschen umschreiben. Ich fange mit der rechten Seite an, x e hoch x, das lasse ich einfach. Jetzt bringe ich die 5 auf die andere Seite. Das soll sein 5 e hoch x minus 5. Ja, das habe ich jetzt einfach nur diesen Term auf die andere Seite gebracht. Dann kann ich das durch e hoch x teilen. Ja, dann habe ich einfach nur x ist gleich 5 minus 5 e hoch minus x. Oder ist gleich 5 mal 1 minus i hoch minus x. Jetzt gucken wir nochmal in die Aufgabenstellung, was wir da an Tipps hatten. Ja? Da gab es nämlich noch den Hinweis, abgesehen davon, dass der Aufgabenteil schwierig ist, sollte man annehmen, dass die Randbedingung ist, dass i hoch minus x ungefähr 0 ist. Ja? Das macht es ab hier nämlich sehr, sehr viel leichter. Das bedeutet, mein x ist gleich ja, i hoch minus x, und das 0 ist, ist x 5. Das ist ganz gut. Damit haben wir das schon mal gelöst. Dann kann ich wieder rückwärts einsetzen, was mein x war. Dann weiß ich nämlich h mal c durch k Boltzmann mal Temperatur durch Lambda ist gleich 5. Da sind sehr, sehr viele Konstanten drin. Ja. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach nur auflöse, komme ich auf Lambda mal Temperatur ist gleich hc durch K Boltzmann T mal 5. Durch 5, sorry. Ja. Und das ist nichts anderes als die 2,878 Millimeter mal Kelvin. Das können Sie auch im Mikrometer oder in jeder beliebige andere Einheit umrechnen, aber hier haben Sie Ihr Wien'sches Gesetz. Das war jetzt sehr, sehr anstrengend und mathematisch sehr, sehr kleinteilig. Von daher, als netten Ausklang haben wir jetzt noch Aufgabenteil F, der ein bisschen simpler ist. Ja. Worum geht es hier jetzt noch? Ja, mal gucken. In einem Hochofen befindet sich rotglühender und gelbglühender Stahl. Welcher ist heißer? Schätzen Sie die Temperatur von rotglühenden und gelbglühenden Stahl ab. Ist weißglühender Stahl noch heißer? Naja gut, dafür hatten wir ja gerade das Wien'sche Verschiebungsgesetz. Ja, Sie wissen, wir haben da Max mal T ist genau das, was wir da stehen haben. Ja, jetzt müssen Sie eigentlich nur noch wissen, okay, welche Wellenlänge hat rotes Licht und welche Wellenlänge hat gelbes Licht. Ja, Lambda rot ist ungefähr 700 Nanometer. Lambda gelb ist ungefähr 580 Nanometer. Ja, jetzt können Sie einfach in Temperaturen umrechnen und dann sehen Sie, okay, dann komme ich hier auf eine Temperatur, die etwa bei 4140 Kelvin liegt. Hier auf eine Temperatur, die etwa bei 5000 Kelvin liegt. Ja, das heißt, Stahl, der gelb blüht, ist eindeutig heißer. Ja, und das können Sie einfach durch diese Planck-Kurve erklären. Ja, je heißer mein Schwarzkörper ist, ja, dann desto mehr shiftet das Maximum der Wellenlänge ja, hin zu sichtbaren Wellenlängen oder hier zu niedrigen Wellenlängen, also zu höheren Energien. Dementsprechend können wir auch die Frage beantworten, die dann noch kam, zu weißglühendem Stahl, ist das noch heißer? Naja gut, was ist weiß? Weiß ist die Mischung aller Farben. Das heißt, da habe ich rot, gelb, grün, blau, alles drin. Das bedeutet aber, ich brauche auch blaue Anteile. Ja, ganz einfach. Ja, und dann wissen Sie, okay, wenn ich blau habe, habe ich so 400 bis 500 Nanometer. Und wenn ich das habe, muss ich natürlich noch zu höheren Temperaturen kommen. Ja, ganz eindeutig. Ja. Also, damit ich blaue Anteile habe, muss ich noch jenseits von 6000 Kelvin sein. Sonst habe ich da kein blaues Licht drin. Dementsprechend, ja, weißglühender Stahl ist also dementsprechend noch heißer. Gut, damit haben wir viel über Stahl gelernt und über das Planck'sche den Planck'schen Schwarzkörper. Das war viel.
Deswegen gebe ich Ihnen nochmal einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Stellen Sie ruhig ein paar Fragen und ich bin dann gleich wieder für Sie da. Bis gleich. So, meine lieben Damen und Herren, da wäre ich auch schon wieder. Und weiter geht's mit der letzten Aufgabe. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. Der Übungszettel war ja auch sehr lang. Das ist auch notwendig. Denn bei dieser letzten Aufgabe geht es um Leben und Tod. Überlebenstraining. Sie sind auf einer einsamen Insel gestrandet und haben als einzigen Gegenstand eine Lupe von ihrem gesunkenen Schiff gerettet. Kennt man ja. Passiert mir auch ständig. Diese Lupe hat einen Durchmesser von D gleich 4 Zentimetern. Ja, Durchmesser der Lupe. Sie erzeugt ein Bild der Sonne mit einem Durchmesser von klein d gleich 1 Zentimeter. Können Sie mit dieser Lupe ein Feuer entzünden, indem Sie etwas Papier auf die Entflammtemperatur von etwa 500 Grad Celsius erhitzen? Die Umgebungstemperatur auf der Insel beträgt T0 gleich 300 Kelvin. Ja, kriegen wir das auf 500 Grad Celsius? Rechnen Sie ohne Taschenrechner. A. Um welchen Faktor wird die Strahlungsleistung pro Fläche der Sonne im Brennpunkt der Lupe verstärkt? Na gut, machen wir erstmal eine grobe Zeichnung. Das ist relativ simpel. Ja, wir haben hier unsere Linse. Durchmesser D. Haben hier ein Bild. Klein d. Danach wird das Ganze wieder größer werden. Ja, kleiner können es nicht fokussieren. Und da haben Sie Ihr Bild. Jetzt müssen Sie überlegen, naja gut, die Strahlungsleistung, die hier ankommt, wird hier also auf eine kleinere Fläche projiziert. Das heißt, nehmen wir diesen Vergrößerungs- oder Verstärkungsfaktor, den wir im Fokuspunkt haben, einfach mal A. Was wird das sein? Na, das ist sowas wie Pi R Quadrat, also die Fläche meiner Linse, wenn R der Radius der Linse ist, durch Pi klein R Quadrat, also ne, die Fläche quasi meines Bildes. Oder Pi mal groß D Quadrat Viertel. Ja, der Radius ist einfach nur die Hälfte vom Durchmesser. Pi mal klein d Quadrat Viertel. Da fällt viel weg, wie Sie sehen. Und im Prinzip bleibt nur über groß d Quadrat und klein d Quadrat. Ja, das ist 4 Zentimeter durch 1 Zentimeter zum Quadrat, also ein Faktor 16. Ja, diese Linse wird das also um einen Faktor 16 erhöhen. Ja, und soweit so gut. Gut, damit kommen wir zur Aufgabenteil B. Wie groß ist denn jetzt die Temperatur im Brennpunkt der Lupe? Können wir das Papier wirklich entzünden? Als Hinweis, der hier wichtig ist, gehen Sie davon aus, dass die Sonne ein schwarzer Körper ist und beachten Sie das Stefan-Boltzmann-Gesetz, siehe Abschnitt 6.1.1 der Vorlesung. Wie ging das? Die Leistung, die ein schwarzer Körper abstrahlt, in Abhängigkeit von seiner Temperatur, ist Sigma, das ist eine Konstante, mal T hoch 4. Mit Sigma gleich 5,67 mal 10 hoch minus 8 Kilogramm durch Sekunde hoch 3, Kelvin hoch 4. Ja, das Gesetz gibt die Strahlungsleistung pro Fläche an. Berechnen Sie einmal die Strahlungsleistung, die die Sonne auf der Fläche der Lupe bei einer Temperatur T nur gleich 300 K erbringt und rechnen Sie das Ergebnis dann auf die Fläche des Brennflecks der Sonne um. Ja, wichtiger Punkt 1 ist, was Sie hier brauchen, ist T0 gleich 300 K. Das heißt, unsere Sonne ist im Prinzip im Gleichgewicht mit der Erde, die etwa bei 300 Kelvin ist. Ja, das ist das erste Wichtige. Wir sind nicht nah an der Sonne dran, sondern wir sind im Gleichgewicht Sonne-Erde. Das heißt, wir müssen die Umgebungstemperatur der Erde hier natürlich einsetzen, nicht die 6000 Kelvin der Sonne. Ja. Das Zweite, was wir beachten müssen, okay, Stefan-Boltzmann-Gesetz, was gibt das an? Strahlungsleistung pro Fläche. Das ist der erste wichtige Tipp. Wir haben ja gerade zwei unterschiedliche Flächen ausgerechnet. Ja, das bedeutet, okay, das wird gleich einen wichtigen Hinweis geben. Ja. Das heißt, das ist eine Strahlungsleistung pro Fläche. Wenn ich eine absolute Leistung haben möchte, nennen wir es mal P-Lupe, was auf der Oberfläche der Lupe ankommt, brauche ich also sowas wie Sigma mal, in diesem Fall T0 hatten wir gesagt, hoch 4 mal, naja, genau diese Fläche halt. Ne. Vorher war es eine Strahlungsleistung pro Fläche. Ich will die Leistung insgesamt haben, summiert über die Fläche, also muss ich das Ganze mit der Fläche multiplizieren. Und das ist nichts anderes als die Fläche meiner Linse hier. Im Fleck, das ist also der Punkt, wo ich es hinfokussiere, im Fokus sieht es ein bisschen anders aus. Da habe ich auch mein Sigma, das ist eine Konstante. Ich habe eine andere Temperatur hoch 4. Und ich habe natürlich eine andere Fläche. So. Das Wichtige, was man jetzt wissen muss, ist,
Diese beiden Leistungen müssen gleich sein. Warum? Naja, wenn das nicht so wäre, würde das eine, also wir reden hier von einer Gleichgewichtssituation, das eine immer heißer und das andere kühler werden oder sowas. Ja, das heißt, im Gleichgewicht, die Temperatur, auf die ich das bringen kann, müssen diese Leistungen genau gleich sein. Ja, das ist ganz nett. Ja, sonst, wie gesagt, sonst wird eins immer wärmer und kühler. Das ist ja das, was anfangs ja auch passiert. Ja, wenn ich meine Lupe hinsetze, wird es im Fleck erstmal wärmer. Das Ganze wird dann irgendwann in sich so eine Gleichgewichtssituation einpendeln, wo sozusagen die aufgenommene Leistung und die abgestrahlte Leistung gleich ist. Dann wird es im Fleck nicht mehr wärmer und dann ist die Maximaltemperatur erreicht. Und das ist ja letzten Endes die Temperatur, die wir hier wissen wollen. Ja, wie warm kann es im Fokuspunkt, wo ich die Sonne sozusagen drauf abbilde, maximal werden? Ja gut, dann muss ich das nur einrechnen, hier einsetzen. Das ist relativ simpel. Sigma mal T0 hoch 4 mal Pi groß D Quadrat Viertel ist also gleich Sigma das andere T hoch 4 mal Pi klein D Quadrat Viertel. Ja, das kann ich alles so ein bisschen umordnen. Ich will hier die Temperatur haben. Also kann ich einfach sagen, ne, die Sigmas gehen gegeneinander weg, die Pis auch, die Viertel auch. Dann bleibt gar nicht mehr so viel über. T hoch 4 ist gleich T0 hoch 4 mal das Verhältnis meiner beiden Durchmesser zum Quadrat. Oder wenn ich nur die Temperatur haben will, muss ich einfach die vierte Wurzel aus allem ziehen. Das ist dann T0 mal die Wurzel aus dem Verhältnis der beiden Durchmesser. Ja, da kann ich jetzt einfach die ganzen Werte einsetzen und dann komme ich auf 600 Kelvin. Gut. Was war jetzt die kritische Temperatur, die wir haben wollten? Lesen wir nochmal nach. Die Frage war, können wir das auf eine Temperatur oberhalb von 500 Grad Celsius erhitzen? Ja, diese Werte waren mit Bedacht gewählt. Die Frage ist, ist das größer als 500 Grad Celsius? Nein, natürlich nicht. Ja, das war, wenn man nur mit Zahlen rechnet, muss man hier aufpassen. Ja, 500 Grad Celsius sind nicht 500 Grad Kelvin, ja, sondern 500 Grad Celsius. Da müssen Sie, wie gesagt, absolut Nullpunkt draufrechnen. Ja, das wären ja, etwa 773 Grad Kelvin. Ja, das heißt, nein, das kriegen wir nicht entzündet. Sieht mit dem Überleben also eher schlecht aus. Ja, das brennt nicht. Die Temperatur ist nicht erreicht. Außer in der Realität kommt man wahrscheinlich nicht ganz auf die Maximaltemperatur von 600 Kelvin, die natürlich schon ordentlich heiß ist. Ja, ist verdoppelt gegenüber der Umgebungstemperatur. Ja, aber man hat immer noch Konvektionsverluste, ein bisschen Absorption und so weiter. Ja, das heißt, das reicht noch nicht. Daher Aufgabenteil C. Wie müsste die Lupe verbessert werden, damit höhere Temperaturen erreicht werden können? Könnte man so jede beliebig hohe Temperatur erreichen? Naja, wir reden hier von der Strahlungsleistung pro Fläche. Was wir also brauchen ist, wir müssen diese Fläche D kleiner machen und diese Fläche D, groß D, größer machen. Also wir müssen im Prinzip nur diesen Faktor A optimieren, so groß wie möglich. Ja, das bedeutet die Temperatur, die ich rauskriege. Ja, was war das? Das ist sowas wie T0 mal, jetzt hatten wir Wurzel d durch d. Das steht aber hier ja auch drin. Ja, Wurzel aus Groß D durch Klein d ist nichts anderes als die vierte Wurzel hier draus oder die vierte Wurzel aus a. Ja, das ist sowas wie t a hoch ein Viertel. Wir müssen also einfach nur a optimieren. Wie das ging, das hatten wir letztens schon mal. Ja, das war bei dem Aufgabenzettel, wo wir auch überlegt haben, wie das mit dem Tropfen auf dem Blatt funktioniert. Da wissen Sie noch, mit der Linsenschleiferformel kann man hin und her xen. Ja, wir möchten also d möglichst groß haben, klein d möglichst klein. Das bedeutet, wir wollen eine sehr, sehr große Linse haben, die aber einen sehr, sehr kleinen Spot macht, also eine sehr, sehr kurze Brennweite hat. Ja, das heißt, die Brennweite soll klein sein. Wie Sie noch wissen, das ist diametral entgegengesetzt. Ja, das bedeutet, wenn ich das so mache, ja, und ich will einen sehr, sehr kleinen Fokus haben, kann ich leider nur eine sehr, sehr kleine Linse nehmen. Ja, wenn ich eine sehr, sehr große Linse habe, kriege ich den Fokus nicht kurz. Das funktioniert beides nicht gleichzeitig. Ja, das mussten Sie jetzt hier auch nicht hart durchrechnen, aber das sind so die Kerngrößen, die Sie haben wollen. Im Prinzip kann man damit aber natürlich beliebig hohe Temperaturen erreichen, weil die Fläche eigentlich sehr, sehr groß machen können. Ja, im Prinzip kriegen Sie damit zumindest sehr, sehr hohe Temperaturen hin. Aber die Grenze ist, die maximale Temperatur, die Sie erreichen können, ist die Temperatur Ihrer Quelle. In diesem Fall ja, die Sonne mit etwa 6000 Kelvin. Warum ist das so? Naja, wenn Sie mit der, ich sag mal, Leistung der Sonne jetzt irgendwas oder mit der Leistung, die irgendwas abstrahlt, auf höhere Temperaturen bringen könnten, ist das ja eine höhere Temperatur, das, was Sie ursprünglich hatten. Das heißt, dann könnten Sie sozusagen
die ursprüngliche Quelle weiter aufheizen und damit können sie sich ein Perpetuum mobile bauen. Ja, damit könnten sie Energie aus dem Nichts kreieren. Das geht natürlich nicht. Das heißt, die Thermodynamik setzt ihnen natürlich die Grenze. Ja, damit können sie nichts heißer machen als die Quelle, von der es kommt. Das macht ja auch Sinn, sonst würden sie wie in der Thermodynamik dann Energie haben, die sozusagen von kalt nach warm fließt. Das ist nicht das, was passiert. Ja. Von daher ist das die Grenze. Allerdings 6000 Kelvin nur durch Sonnenlicht wäre schon sehr, sehr viel. Also das ist schon sehr, sehr ordentliches Licht. Gut, damit wissen Sie jetzt, wie Sie nur mit einer Lupe auf einer einsamen Insel zurechtkommen. Zumindest wie Sie Feuer machen können. Ja, damit bin ich durch. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr überzogen. Ich wünsche Ihnen dann noch viel Spaß. Jetzt gleich mit der mathematischen Ergänzung. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bis dahin.